Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Part 14 von Oddworld New and Tasty mit dem lieben Ape hier. Wir waren ja am gestrigen Tag hier. Wobei, ich muss aufpassen, gestrigen Tag darf ich nicht immer sagen, denn es wird ja nicht jeden Tag was hochgeladen. Eigentlich nur von montags bis freitags. Vielleicht ändere ich das auch mal, wenn ich jetzt hier genug Vorrat habe. Dann sage ich, komm, gib ihm 7 Tage die Woche. Und dann kann ich auch wirklich immer auf Nummer sicher gehen. Und wenn ich sage, morgen und heute und wir sehen uns morgen wieder oder keine Ahnung, wie auch immer. So, schauen wir mal kurz, was hier steht. Warum steht das denn so komisch? Klang der Glocken hier erwecken. Zweitens, dann mit den Glocken schaunten. Ah, warte mal, das ist hier so eine Art Map, ne? Wo sind wir denn gerade? Sind wir dort rechts? Dann oben hoch, da sind Glocken. Unten runter. Da unten ist dann, wenn man runterfällt, ist man tot. Ach so. Man haut die Glocken an, dann weiß man das Passwort quasi, denke ich mal. Dann geht man da durch und dann... Nee, Quatsch, ich sehe, erstens Klang der Glocken hier erwecken. Dann mit den Glocken schanden. Also müssen wir erst nach unten, denke ich mal. Cool, das ist dann tatsächlich endlich mal eine Map. So, stellen wir uns runter. Nee, Quatsch, X. Mann, langsam habe ich's raus hier. Das steht... Finde... den Klang der Glocken. Dachte ich mir schon, dass da Glocken jetzt steht. Lol, hat Glocken gesagt. War ein Scherz. Meine Güte, ich hab voll die... Denk immer... Hilfe! Alter, lass mich bloß in Ruhe. Ja, cool. Jetzt habe ich sie da dran gejagt. Finde ich nicht so nett. Ich wollte aber nicht gerade sagen, das hört sich so an, als würden hier irgendwelche Fliegen rumschwirren, das ganze Gejur da. Berühre den Stein, um die Glocken zum Laufen zu bringen. Okay, ich habe die Glocken erweckt und habe mich gleich umgebracht. Weil ich nicht gesprungen bin. Weil ich wieder X gedrückt habe. Meine Güte, ey, es ist voll verwirrend, wenn man mit zwei Controllern spielt. Verschiedenen. Da denkt man, lässt man sich leicht verwirren. Also ist bei mir der Fall. Ich hätte die ganze Zeit auf Xbox bleiben sollen. Oder bei PS3, was auch immer. Kommt her. Hier ist einer, ich weiß nicht. Könnt ihr. Könnt euch. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach, jetzt eine lange Zeit nicht gespielt habe. Ich habe ja in Part 11 gesagt, dass ich ja irgendwie ein halbes Jahr lang nicht mehr gespielt habe. Vielleicht ist es auch weniger gewesen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht waren es auch wirklich nur 4 oder 5 Monate. Aber es hat gereicht, um ein wenig verwirrt zu sein. So. Ja, mittlerweile läuft es wieder nach 4 Parts. Geht es recht gut ab, muss ich sagen. Also da hat man sich dann doch wieder ein bisschen dran gewöhnt. Vögel, was soll der? Ach so. Das war ja ein heftiges Rätsel. Nicht. Ja, komm. Ich dachte, ich muss das jetzt vielleicht, und da hatte ich gerade ganz kurz die Befürchtung, dass ich da irgendwie die Kugel steuern muss und den Glockenklang nachspielen muss. Weil dann hätte ich wahrscheinlich nochmal nach unten gemusst, um nochmal genau hinzuhören. So, ich muss ganz überlegen. 52, ja, ich muss kurz mal gucken auf die Zeit. Schante, damit die Vögel dich erreichen, heilen. Okay, alles klar. So. Ich wollte nicht gerade sagen, ich muss auf die Zeit achten, denn ich habe so eine ungerade Zeit. Es ist nicht immer so, dass ich eine Viertelstunde spiele. Ne, jetzt manchmal ein bisschen weniger oder so mehr. Und dann muss ich immer dazu rechnen, wie viel ich jetzt überhaupt gerade habe. Nicht, dass ich dann überziehe. Steinschloss. Unsere Tempel sind dunkel geworden, seit das Morgoth-Kartell die Wolokons versklavte. Entfache die heiligen Feuer, indem du alle Steinschlösser aktivierst, die du finden kannst. Erst wenn alle Steinschlösser aktiviert sind, ist es dir erlaubt, an dem Initiationsriten des Tempels teilzunehmen. Initiationsriten, meine Güte.
Läuft. Gut, machen wir. Wir müssen also alle Steinschlösser finden. Dann haben wir zumindest schon mal die Aufgabe. Halt! Stay right there. War klar, ich habe mich schon fast gefragt, wann das kommt. Ich hätte jetzt fast vergessen, okay, wo man fuhr jetzt. Der hat gerade Halt gesagt, ne? Lol. Also hier ist so ein Feuer. Wir müssen alle Steinschlösser aktivieren. Ne, wir müssen alle Feuer. Aber ich muss mal gucken, was da nochmal geschrieben wurde. Entfache die heilige Feuer, indem du alle Steinschlösser aktivierst, die du finden kannst. Vielleicht sind diese Hebel diese Steinschlösser. Das scheint mir so, als wäre das ein Feuer gewesen. Vielleicht ist es auch falsch, aber da ist so ein Feuersymbol. Also von daher denke ich, ist das ein Steinschlösser sind verborgen in den Modukon-Schrein. Okay, dann war es wohl doch kein heiliges Feuer, sondern irgendwas anderes. Lol. Siehst du, ich wollte nämlich schon wieder, ich habe schon wieder mit X, wollte ich springen. Also mit dem X auf dem Xbox-Controller. Weil ich denke, das ist es halt richtig, weil ich das immer wieder mit diesem blöden Sony-Controller fange. Sprung ins Ungewisse, oder was? Ungewisse. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, hier kann man einmal lang. Und hier kann man einmal lang. Ja komm, nehmen wir erstmal den rechten Eingang. Lol, linken. Und dann schauen wir mal weiter. Ich bin mal gespannt, ob man hier einfach nur ein Level hat, wo man rumlaufen kann und einfach nur halt ein bisschen mit Jump'n'Run-Action halt was erlebt. Oder ob man hier auch teilweise wieder zur Modocon-Farm kommt. Zu Rapture-Farms, Leute, Entschuldigung. So, schauen wir mal rein, was hier los ist. Geboren jene ohne Geschichte, den Arbeitern des Fleisches. Sie darben im verfluchten Biest mit dem unstillbaren Hunger, der harten Schale und dem grässlichen Feueratem. Okay. Sein Herz ist aus Stahl und scharfen Klingen. Der Erste wird Zeuge werden und sich der Aufgabe stellen, die Seine zu befreien, bevor er die anderen sucht. Lol? Ich muss, glaube ich, diesem Wesen, das Wesen bezwingen, bevor ich die anderen suche. Und da ist wahrscheinlich gemeint, dass ich danach meine Modokon-Kollegen retten kann. Was geht hier ab? Warte, wofür jetzt? Voller Kraft werden die blauen Ringe singen, Schante, um sie hervorzubringen. Die Macht des Skykults erlangen nur jener, der unversehrt aus Paramonia und Scrabina zurückkehrt. Scrabania. So ist es richtig, Alter. Alles klar. Was geht hier ab? Achso, jetzt sind diese Dinge aktiviert. Ne, jetzt sind sie aktiviert. Lol. Habe ich noch Steine? Ja, habe ich. So, bevor ich aber hier reingehe, gehe ich gleich nochmal zurück, weißt? Ich würde mal sagen, so. Okay, das reicht gar nicht aus. Also hier kommen wir noch nicht weiter, das ist schon mal safe. Okay, dann lass uns nochmal zurückgehen. Und mal schauen, was los ist. Also ich würde gerne hier. Und dann nochmal hier rein. Mal in den anderen Eingang gehen. Also wir erhalten wohl irgendwann, wenn die ganzen Prüfungen erhalten haben, die Macht des Geico. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen ausspricht. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Wir müssen dafür ein Biest besiegen und wir müssen auf jeden Fall die beiden Länder bereisen, wo diese Wesen quasi herkommen, die verarbeitet werden oder beziehungsweise verarbeitet worden sind. Du wirst zurückkehren. Du wirst zurückkehren? Hä? Was werde ich? Du wirst zurückkehren. Ach, hier werde ich zurückkehren. Also ich, da oben, das sieht so aus, als würde ich hier runterfallen. Nachdem ich in diesen verschiedenen Gebieten war. Alles klar, gut. Dann haben wir, glaube ich, jetzt hoffentlich
Da habe ich mich vorhin wieder vertan. Egal, wir kommen jetzt ja da wieder, wo wir vorhin waren, um zu den verschiedenen Ländern zu kommen. Glaube ich. Von daher alles cool. Ah, nee, doch nicht. Okay, alles klar. Hier war so ein Speicherpunkt. Alles klar. Wie gesagt, was ich nochmal sagen wollte, wenn wir aus Panda, keine Ahnung, Paramite Land und Grub Land da raus sind, ich weiß ja nicht genau, wie die nochmal hießen, dann werden wir dort wiederkehren. Das heißt, im Moment haben wir noch nicht großartig was verpasst. Chapter 3 ist anscheinend ein recht langes Chapter und wird dann hier in diesem Tempel spielen. Und hier werden wir dann teilweise halt nach Scrabania bzw. Panamonia kommen. Und dort werden wir dann, ja, unser Unwesen treiben. Beziehungsweise nicht Unwesen treiben, wir werden diese uralten Geschöpfe kennenlernen. Und dann uns als würdig beweisen. So, wir werden, denke ich mal, hier einfach mal, weil es, keine Ahnung, von der chronologischen Abfolge, wir sind ja von links gekommen. I saw a Paramonia, da einfach. Ancient and wild. Where Paramites live before I was a child. Hey, I got you. Back up a little. You don't want to get shot. Hey, you don't want to get shot. Just back up. There you go. Sucker! But we rounded them up, ignored their cries. We cut them all up for Paramite pies. Okay, alles klar. Hier, diese Paramites und diese Scrubs sind anscheinend Wesen, die halt schon uralt sind und die Mudokons hatten wahrscheinlich Ewigkeiten da kein Interesse da irgendwas zu machen, bis sie versklavt worden sind. Und gemerkt haben, oh Gott, was passiert mit denen? Und jetzt muss der Abe versuchen, dass das Schicksal der Paramites bzw. Scrubs nicht das Schicksal seiner Kollegen wird, der Mudokons. Ist seitdem er ja immer versucht er es auf jeden Fall jetzt, seine Kollegen zu retten. So, ich lese das nochmal, was da stand. Ich habe das nämlich nicht gesehen. Wir sind auf jeden Fall in Paramidia oder Paramite-Land. Ich habe es schon wieder vergessen. Tritt vorsichtig auf, glaube ich, stand da. So, was ist hier los? Elum zu besteigen, stellst du dich vor ihn und drückst X. Ja. Elum ist anscheinend so ein Mount, beziehungsweise ein Reittier, also ich hoffe, Mount sagt euch was. Ah, tritt vorsichtig auf, das mache ich. Was sind das denn für Sachen hier? Okay, das ist anscheinend so eine Art Mine, die man aktivieren muss. Was heißt Mine? So eine Bombe, die halt mit Zeitzünder läuft. Ja. So, ich sehe gerade, scheiße, die Zeit, die rennt ja schon wieder. Warte mal. Ja, das passt so ungefähr. Ich muss mich schon wieder verabschieden. Wir sind jetzt hier in Paramite Land. Sorry, ich weiß leider nicht, wie es heißt. Müsste ich nachher nochmal nachgucken, aber ich nenne es jetzt einfach mal. Oder Paramidia oder so ein Quatsch hieß es. Egal, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Genau hier an dieser Stelle und dann geht's los und gucken wir mal, ob wir diese Paramites retten können und deren Geister quasi vielleicht näher kennenlernen und dann schauen wir mal weiter, ne? Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann. Ciao!